Ja, hallo und herzlich willkommen an diesem Donnerstag. Ich hoffe bei bestem Wetter. Und ja, wir sind wieder in Riven. Mal wieder. Wie jeden Donnerstag. So, ich habe den Hinweis bekommen von einem Zuschauer, deren Namen oder dessen Namen ich jetzt nicht nennen möchte, dass ich doch etwas übersehen haben könnte. Vielleicht. Und ich glaube, ich habe auch eine Idee, wo das denn gewesen sein könnte, sollte, tun, müsste. Darum werde ich jetzt nochmal in die oder auf die andere Insel fahren, um dort eventuell diesem Hinweis mal nachzugehen. Man weiß ja nicht. Könnte hier was dran sein. Zudem ist diese Animation eigentlich auch recht hübsch. So, dann sollten wir jetzt auch wieder auf der anderen Insel ankommen. Und ja, Johannes, ich glaube, ich weiß, worauf du mich hinweisen wolltest, von wegen Höhle und so und Ecken auskehren. Da muss ich jetzt zwar wieder um Pudding laufen. Aber da meine letztes Video ja hauptsächlich in der, also auf keine Ahnung, in diesem Teil von Riven gespielt hat, denke ich mal ganz einfach, dass das hier war. Oh, Entschuldigung. Und ich hoffe, dass Riven das jetzt auch aushält und nicht schon wieder abraucht. Ich glaube, ja, da kann ich so lang laufen. Und dann schauen wir doch mal hier rein. Also, ich war ja jetzt, hier habe ich mich ja die letzte Folge recht lange aufgehalten. Und da ist wahrscheinlich wieder ein Frosch drin. So, hier könnte, na, ist es auf jeden Fall eine Höhle. Und eventuell sollte hier jetzt noch was zusätzlich sein, oder, na gut, das ist jetzt die Klappe. Zu weit, oder? Ja, das mit dem Ventilator, weiß ich nicht, das, okay. Jetzt muss ich natürlich mal gucken, wenn mir schon als Hinweis gegeben wurde, die Höhle. Aber hier ist auch stockefinster in der Bude. Hier kann ich mich aber auch nur nach vorne bewegen. Ne, da geht's wieder raus. Ich glaube, da unten komme ich so einfach nicht hin. Ah, das wird wahrscheinlich der Bereich sein, wo der Korb runterfährt. Ja, da geht's weiter, aber wie komme ich da hin? Gut, wenn das jetzt hier das eine Rohr, das wird wahrscheinlich hier der
der Mechanismus für den, das ist der Mechanismus für den Froschkäfig. Aber da ist aber auch nichts. Nicht wirklich. Und eigentlich geht hier der Weg nur hier lang. Haha! Tricky. Ah, so wird dann ein Schuh draus. Man soll doch mal wieder Türen hinter sich zumachen, glaube ich. Ja, okay. Das habe ich jetzt mal alleine rausgefunden. Ganz alleine, natürlich. Hier ist nur die Frage, rechts oder links? Also wenn ich das mal so anhand der Topografie mir vorstellen würde, würde ich sagen, nach rechts kommen wir irgendwie da auf diese Brücke oder was das da sein soll. Und wenn wir links gehen, kommen wir eventuell in dieses Rohrsystem und dann auf die andere. Ich glaube, dieses Rohrsystem dürfte zum Dom führen. Wenn mich nicht alles täuscht. Aber das können wir mal ausprobieren. Oh, Leute. Rein da. Links. Tür zu. Also gehen wir erstmal links, ja. Aber wenn man nicht darauf hingewiesen wird, das sieht man nicht. Also. Ja, doch, das Geländer eventuell. Aber auch nicht, nee. Das sieht man nicht. Man könnte da eventuell auf, also gut Glück könnte man drauf stoßen, aber ich. Also ich wäre jetzt nicht nochmal zurückgegangen hier auf die Insel. Das hätte ich bestimmt bei Jahre gedauert, bis ich das mal gefunden hätte. Also ist ohne Hilfestellung. Und was haben wir hier? Nur die Treppe. Und sowas haben wir ja auch schon mal gesehen. Diese Kugel. Okay. Für dein Rohr lang. Da rein. Tja. Was immer das auch sein mag, da an der Wand, schaltet es nicht. Aber ich glaube, das hat auch wieder was mit diesem Rohr zu tun. Aber ich kann das Ding nicht anhalten. Wahrscheinlich muss ich dafür noch mal auf die andere Seite eventuell. Oder ist da ein Schalter? Nee, ist gar nichts. Kein Schalter, kein gar nichts. Ich da langlaufen? Kann ich auch nicht. Und hier unten ist auch nichts, nein. Ja, das ist nur ein Rohr. Das werde ich wohl von extern wohl irgendwie anhalten können. Mal gucken. Okay, da ist nichts. Ich kann auch nicht nach oben gucken. Aber jetzt sind wir zumindest mal auf der Brücke. So. Es könnte natürlich sein, dass dieses. Da können wir mal eben ausprobieren. Glaube ich zwar nicht dran, aber. Dass dieses Dampfsystem, was den Froschkäfig antreibt, eventuell auch diese Kugel rotieren lässt.
Zweifelsfall kann das ja nicht verkehrt sein, das mal eben auszuschalten. Ich muss mal eben speichern. So, schalten wir das einfach mal aus und stellen den auf den Strom dürften wir jetzt umgeleitet haben, eventuell. Ich will jetzt da keine Garantien geben. Es könnte so sein, müsste aber nicht. Wahrscheinlich wird das von irgendwo anders her gespeist, also. So. Nee. Wenn das ein Schalter sein soll, wird der nicht von hier eingespeist. Also den ganzen Weg wieder zurück auf die andere Seite. Das ist auch ein Kabel, da komme ich nicht drüber. Und das ist... Das wird für den Froschkäfig sein. Der jetzt ja auch nicht funktioniert. Oder nicht mehr. Ah ja. Was bist du denn für ein Hebel hier? Okay. Hast du vielleicht damit zu tun? Nicht wirklich. Also bleibt das erstmal noch ein Geheimnis. Also ich müsste dann theoretisch auf die andere Seite dieses Bergkamms, whatever das jetzt getan hat hier, weiß es noch nicht. Wo geht's denn hier lang? Ah, das ist quasi die... Moment. Das geht darüber, das geht da rein. Es könnte natürlich sein, dass ich diese Kugel von dem... von der goldenen Kuppel abschalten kann, aber... Schauen wir erstmal hier. Gott, der ist zu. Kann ich hier irgendwie reingucken? Nee, komme ich nicht. Aber das könnte, wenn das Strom sein sollte. Ah, das könnte aber der... Ah, das könnte eventuell so sein, dass... Ah, Ventilator. Ja, hervorragend. Coole Nummer. Ah ja. Kann ich das jetzt von innen aufmachen? Ja. Hier wollte ich zwar gar nicht hin, aber okay. Dann wird das wahrscheinlich die... Ja, okay. Das macht gar nichts. Aber schauen wir uns die ganze Sache erstmal hier an. Also wir haben jetzt hier... Ah, können wir mal drauf drücken. Wow. Ich liebe Handschrift. Last week while monitoring the situation of the villagers from the scope in my... Servery room, I observed one of the
Native swim out to a small object that appears to be floating, but anchored near the entrance to the bay. Unless the object removed from the water for inspection. Several days later, I was surprised to see another floating of these missing objects that have been been replaced with a new one overnight. I have long been aware of the existence of similar artifacts on the village's island, but have paid some little notice until now. Tomorrow I should send superiors to catalog them. Okay. Ah ja, das wird Nummer 1 sein. Und ich habe leider Gottes so hervorragend vorbereitet, wie ich bin, mal wieder kein Papier zur Hand. Aber dafür ein Stift. So. Ich müsste mal nachzählen, wie viel Symbole ich überhaupt jetzt schon insgesamt habe. Ja gut, dieses Ding macht halt keine Geräusche. Was haben wir hier? Das sieht mir aus wie so ein Sternensystem. Irgendwelche Nüsse. Auch nix. Ja, ein Buch. Das werde ich mir mal... oh ja. Hervorragend. Das wird ja wahrscheinlich sehr informativ und wird auch einiges erklären, aber das werde ich jetzt hier nicht lesen, während ich aufnehme. Das spare ich mir für die Off-Kamera-Zeit auf. Ich werde euch dann davon nächste Woche dann berichten, was denn in diesem Pamphlet stand. Aber erstmal mache ich hier eine weitere Untersuchung. So, hier noch. Ah, die allgemein bekannte Falle. Das scheint sowas wie ein Labor zu sein, fast. Eventuell sogar von Gwen. Das kann ich mir so auch nicht vorstellen, dass das muss im Grunde hier was mit dem Vater von Arthos zu tun haben. Okay, das ist nichts weiter Interessantes. Das ist irgendein Glaskubus. Interesting. Okay, das sind Proben. Ja, es scheint wirklich so eine Art Labor zu sein wohl. Was soll das da oben? Das anklicken? Will ich nicht. Ja, nicht. Ja, das... Oh, da geht sogar noch weiter hier. Toll. Ein Schraubstock. Blatt Papier. Was bist du? Du bist so eine... Okay, ich kann mit dem nichts machen. Bücher. Ah, sollte das eventuell eine... Okay. Schreibt Gwen seine Bücher aus den Jahresringen eines Baumes, oder? Das muss schon sagen, das ist imposant.
Was bist du denn für ein Gerät hier? Ich weiß nicht, ob man da draufklicken sollte. Zumindest nicht, ohne vorher gespeichert zu haben, was ich jetzt mal eben händisch nochmal tun werde. Was ich besser hätte nicht tun sollen, weil nämlich jetzt ist Riven abgeschmiert. Boah, Leute. Nee. Toll. Toll gemacht. Ja gut, dann werde ich mal eben Riven neu starten und bis gleich. Ja, willkommen zurück. Also, ja, was ist passiert? Nichts. Das ist das Problem. Ich wollte gerade mein Safe Game laden. Also, und wie man sieht, passiert nichts. Ja, ich denke mal, durch den Absturz von Riven gerade ist mir meine Safe Game File korrumpiert. Und ja, irgendwie funktioniert sie nicht mehr. Das ist natürlich äußerst ärgerlich. Da geht gar nichts. Null. Tut mir jetzt ehrlich leid, aber ich denke mal, das war's erstmal für die Aufnahme heute. Ich versuche nochmal jetzt bis zum nächsten Donnerstag zu gucken, ob ich das Safe Game irgendwie wieder fixen kann oder ob es irgendwie einen Guide drüber gibt oder was auch immer. Wenn es denn nicht gehen sollte, bleiben mir nur zwei Möglichkeiten. Entweder ich mache einen Riven Run, quasi so schnell wie möglich wieder an den Punkt anzukommen, wo ich jetzt aufgehört habe. Oder ich beende die Riven-Reihe hier, was ich eigentlich nicht vorhatte. Und dementsprechend werde ich wohl jetzt versuchen, dieses Safe-Game wieder so weit hinzukriegen, dass ich weiterspielen kann. Aber passiert halt. Das, damit muss man rechnen. Leider Gottes, wenn man mit Programmen arbeitet, die nicht unter Windows 7 eigentlich lauffähig sind. Und ja, tut mir leid, das war's erstmal mit Riven vorerst. Und dann danke fürs Zuschauen trotzdem. Und dann vielleicht bis zum nächsten Mal, wenn ich dann wieder soweit bin, beziehungsweise es hingebogen habe. Seid mir nicht böse, wenn es nicht unbedingt nächsten Donnerstag ist. Aber ich werde es auf jeden Fall versuchen. Soweit es meine Zeit zulässt. Und ja, dann erstmal bis die Tage.